fit sein ist nicht schwer. Doch bevor die ersten Schritte getan sind, bedarf es einer guten Anleitung. Uwe Eibel, Geschäftsführer von FitPlus, erläuterte den Mitarbeitern des Landshuter Klinikums, wie wichtig eine aktiv gelebte Freizeit für ein gesundes Leben ist. Gilt es doch, den Zivilisationskrankheiten unserer modernen Zeit entgegenzuwirken. Mit die größten Übel, Fehlernährung und Bewegungsmangel. Diplom-Sportlehrer Wolfgang Scheer hielt dem den Erfolg von Krafttraining bei Rückenschmerzen entgegen. Neben dem ausgebildeten Personal des Fitnesscenters ist auch Mitinitiator Dr. Klaus Lerch, Chefarzt der orthopädischen Klinik am Klinikum Landshut, von der einfachen und klaren Botschaft des Projekts überzeugt. Die Prävention ist enorm wichtig. Also man kann selber sehr viel dafür tun, dass man bestimmte berufsbedingte Leiden, die man durch die einseitige Belastung hat, nicht bekommt. Und das ist eben gezielt Sport betreiben. Und Dr. Lerch weiß auch, warum Prävention gerade für die Mitarbeiter des Klinikums so wichtig ist. Weil es sehr viele Tätigkeiten gibt in der Klinik, die rückenbelastend sind. Stellen Sie sich vor, die Schwestern, die Patienten aus dem Bett heben oder die Betten schieben. Oder wir Operateure, die wir den ganzen Tag am OP-Tisch stehen. Das geht alles auf den Rücken und auf die Gelenke. Und Sie können durch gezielte Muskeltherapie so gut vorbeugen, dass Sie beschwerdefrei bleiben auf lange Zeit. Also gibt es keinen Grund, das Training länger hinauszuzögern. Ab auf die Geräte. Natürlich unter fachkundiger Anleitung. Ich weiß auch, wenn ich einen Mitarbeiter hierher schicke, der mit einer ganz bestimmten Fragestellung ankommt, dass der auch gezielt angeleitet wird. Das heißt, die Kunden, die hierher kommen, die werden nicht einfach ins Gerät gesetzt und machen dann was, sondern was ich hier so schätze, ist diese gezielte Betreuung am Gerät, sodass ich auch Patienten motiviere, hierher zu gehen. Die Palette der ausgewählten Trainingsgeräte war bewusst breit angelegt. Wir haben für heute Abend ein spezielles Programm ausgearbeitet. Man kann verschiedene Bereiche reinschnuppern. Es gibt Krafttraining, es gibt Ausdauertraining, es gibt Yoga, also Entspannungstechniken kann man lernen. Es gibt Vibrationstraining, das ist für die ganz Eiligen, die vielleicht wirklich nur eine Viertelstunde pro Tag sich Zeit nehmen wollen, kann man mit Powerplay zum Beispiel sehr gute Erfolge erzielen. Und eben diese ganzen Geschichten wollen wir heute ein bisschen vorstellen und das Ganze ja, in einer lockeren Atmosphäre, weil Training soll ja auch Spaß machen. Und schließlich verspricht FitPlus mehr Lebensenergie. Grund für das Klinikum Landshut in Bewegung zu sein, auch nach Feierabend.